Moinsen und willkommen zurück. Wir kämpfen mal wieder und hoffen, dass wir das Spiel noch halbwegs ein bisschen können. Mal schauen. Okay, wir wollen hier 14 bis 17 Schaden an diesen Typen. Könnten auch so angreifen. Ja, den kriegen wir schnell kalt. Und tot ist er. Ne, der ist ja, scheint Freund zu sein. Dann. Gehen wir mal hier hin. Warte. Wohin? Da. So. Wein. Das bin ich jetzt beim Zwerg. Da bringt ein Nahkampf oder hier nicht so viel bringen. Wo sind denn hier? Da sind zwei. Dann rennen wir hier hin. Jetzt rennt er natürlich durchs Feuer. Ja. Warum auch nicht? Wie? Gegen den kämpfe ich ja nicht. Also er ist nicht rot, also ist er für mich kein Gegner in dem Sinne. Daher würde ich jetzt sagen... Ja, wir müssen halt bis hier hin, ne? Ja, komm ruhig her, Junge. So, wer ist das? Das ist Fane. Wo ist eigentlich der rote Prinz? Anführerin in Sicht. Okay. Ja, aber wir gehen hier hin. Aber warte mal, Fane kann doch... Genau. Dann. Oder wie viel zieht das? Okay, das kriegen wir gewechselt. Das ist er, okay. Okay. Genau, jetzt kann er nämlich noch mit in den Kampf. Schon gewundert. Wieso zeigt er mir das jetzt hier die ganze Zeit an? Irgendwie spackt das Spiel gerade ein wenig. Okay, Fane kann sich gerne den hier. Warte. Ne, da kann er nicht. Fane dahin. Du vermeidest doch jetzt nur das Unvermeidliche. Das muss ich jetzt kurz, sonst kriege ich hier die Krise. Option. Steuerung. Wenn ich das jetzt finden würde. Taktische Sicht. Und ausblenden. Oh. Ah, ne, das ist das. Okay.
Gegenstände nach Tooltip anzeigen. Kampfmodus, Kontextmenüs, rechte Maustaste, Mister-Charakter, Ping, UI-Charakter, UI-Feld, UI-Beschwerden, einmal ausblenden, Lungenfenster, Charakterfeld, Chat, Gegenstand aufteilen, Gegenstand, Infos ein- und ausblenden, Steuerung links. Nee. Da muss ich echt gleich noch gucken, da kriege ich nämlich. Das macht mich ein wenig bekloppt. Wen habe ich jetzt? Ach, den Prinzen. Wo ist er denn da? Okay. Ja, der soll hier hochlaufen. Jetzt immer noch der Prinz. Just as a madman. Are you all right, Elf? Ihm versichern und unter der trockenen Anmerkung, dass tödlichen Schmerz bald bekannt ist, aber nicht in diesem Fall. Dir geht es. I see. Or at least, I think I do. He pauses a moment to wipe a thick mixture of sweat and blood from his brow, before continuing. I still can't believe they had the gall to attack me. It's high treason to go after a paladin like that. We're divine order, goddammit. Our superiors will be very interested to hear this. Fragen, wem er das sagen möchte. Our Grand Master, for one. Lord Ken would never stand for this kind of nonsense. The thing is, people on the mainland don't know what goes on here. Never would have believed it myself until I saw it with my own eyes. But we've stood about talking long enough. And this place is no roadside tavern. It's certain death if we keep lingering. Und keine Wege gehen, es wird höchste Zeit wieder los, wenn sie mehr gehen wird. First things first. I need to get the lay of the land inside Fort Joy. I was sent here to make an official report on what exactly goes on here. I don't intend to run away now. After that, though, and without the Magister's help, there's nowhere to go but the Hollow Marshes. They say they're haunted, but I don't believe in bogeymen. I was once told there's an old harbor on the far side of the island, and where there's a harbor, there may be a boat. I must be off, and so should you. Best of luck to you. You deserve better than this place. Ja, das haben wir schon freigeschalten für dich. No problem. So, looten, hier, den Anführer. Dieser große Schlüssel, der in der sieht aus, als hätte die... Torschloss, okay. Okay, perfekt. Ich möchte aber wieder mit Fane spielen. Oh, und wir haben Level Up. Cool. Gucken wir doch gleich mal, was wir ableveln. So, was haben wir denn hier noch? Geht's da nicht rein? Nee. Okay. Was haben wir hier auf der Seite? Auch nichts. Den looten wir. Nichts hat er. Nichts hat er. Dann hier. Okay, so.
Den Wagen kriege ich nicht auf. Dann haben wir hier noch einen Magister. So. Wie sieht's denn hier mit weiter? Ah, okay. Interessant. Was liegt hier? Was ist das Rote? Hier? Ach, das ist eine Chilischote, okay. Ja, komm, hier das Tor öffnen. Ich glaube, das ist Schlüssel von Fane oder Wagen. Okay. So, hier guck mal rein. Also bevor wir nachher durch das Tor gehen. Ah, hier geht's dann zum Hafen. Cool. So, weiter. Hier. Da ist noch eine Leiche. Die hat nichts. Mal hatte ich hier nicht noch extra so mit. Ich hätte hier doch besonders einen geschmort. Naja. Dann schauen wir uns hier erstmal weiter um. Da ist ein Feuerfass. Was haben wir hier oben? Ja, da gehen wir doch mal hin. Da ist auch nichts mehr drin. Dann hier. Heute wird gelootet. Wir looten jetzt quasi die Scheiße aus der Festung raus. Und da ist noch ein Fass. Nichts. So, wieder runter. Ah, da geht es dann auch noch mal zum zur Zugbrücke. Okay. Die können wir ja auch gleich noch runterlassen. Ah, hier sind wir direkt bei dem Händler. Cool. Na, Abkürzung. Dann schauen wir uns hier mal weiter um. Ne, da kann er nicht rein. Da ist noch ein Fass. Soll das hier sein? Ach so, das ist dann das hier. Okay, dann diese Tür öffnen. Ach, die ist ja verschlossen. Ja, dann halt nicht. So, dann würde ich... Hier sind noch Kisten. Cool. Ich sehe, okay. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt nach hier vorne. Okay, da kann ich nachher wirklich die Charaktere schön ausrüsten. Warnung, wer sich übermäßig mit dem Gefangenen verbrüdert, bekommt es mit dem Hammer selbst zu tun. Okay. Dann das hier noch. Göttlich ist gegangen, Bischof Alexander nicht. Okay. Hier irgendwas Wichtiges. Ja, genau. Gehen wir hier die Fässer untersuchen. Hm.
Na, geht nicht. Muss gleich mal gucken, ob ich hier irgendwie das impressive weaponry. Might the Magisters anticipate Voidwoken attacks, despite their rules and their collars? Die Frage ist ja jetzt, kämpfen wir jetzt gegen alle Wachen? Ich würde schon sagen, ja. Also der ist schon leer. Entschuldigung. Ja. Dann machen wir es so, dann hier hoch. Ich sag mal so, ihr müsst schon das Tor dafür aufmachen. Zug beenden. Wer ist jetzt dran? Ja, okay. Blendender Strahl. Der kann doch sonst gerne aus der Nähe attackieren, beziehungsweise aus der Entfernung. Natürlich. Was kann er noch?
dran. Fan, okay. Ach, dieses verdammte Tor. Geh da hoch. Probier's ruhig. Das ist eigene Verstärkung. Soweit ich weiß, noch nicht. Den haben wir dann auch. Wieder verfehlt. Ah, der hat getroffen. Naja. Ne, nochmal attackieren kann er nicht. Deswegen. Der ist tot, geht klar. Idiot. Karl Blöd, was wollen wir denn? Okay. Okay. So. Ja, dann haben wir das doch auch. Tor ist offen. Großer Schlüssel des göttlichen Ordens. Auf diesem großen Eisenschlüssel wurde das Emblem des Magister geprägt, darunter dann so jedoch oder teilweise überdeckte Siegel des göttlichen Sehens. Okay. Wie auch immer der ist. Ah, zerknüllter Zettel, den hätte ich lesen sollen. Ein uralter Schlüssel, das kann er wohl aufschließen. Okay. So, dann haben wir das ja auch.
Frag uns einfach, ob hier noch irgendwo Magister unterwegs sind, die wir noch schnell umnieten. Schnell speichern. Danke. Da sind. Wer ist jetzt? Wie viel macht das? 2. Okay. Weit kommt das? Okay. Dann dahin. So, Fame. Muss ich auch besser positionieren. Warte, wo bist du? Was hast du vor? Du wirst hier nicht lange. Somit haben wir jetzt auch hier beide erledigt. So, was haben wir hier noch alles? Ja, mal gucken, ob hier noch irgendwo was rumgeistert. Aber ansonsten würde ich sagen, wir sind dann mit der Folge jetzt erstmal durch. Wie gesagt, ich will jetzt, wir haben gerade noch Anfang des Jahres, ich muss erst am 4. wieder arbeiten, also habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall Samstag und Sonntag noch zu streamen. Und ich hoffe auch, dass ich dazu komme, das hier noch zu zocken. Kommt je nach drauf an, was halt Rika auch Bock zu hat. Aber was wir jetzt erstmal machen ist, wir gehen hier hin. Dann mache ich eine kurze Pause und dann geht es weiter. Und für die Leute, die sich nur das Video irgendwann mal angucken sollten, geht das Video dann halt demnächst weiter. Genau. Ich lasse sie noch kurz dahin latschen. Vielleicht haben wir jetzt auch einen Schlüssel für diese eine Truhe mit aufgenommen. Das wir, oh, warte mal, hier. Den haben wir ja noch gar nicht untersucht. Da ist natürlich nichts. Gut, dann mache ich mich mal groß. Würde sagen, es geht dann in der nächsten Folge weiter. Bis denn. Tschüss.